Stück, das ich euch mitgebracht habe, hat auch eine kleine Geschichte, wie ich nämlich nach 28 Jahren meine Noten wieder durchgegangen bin, die noch übrig waren nach den ganzen Umzügen, bin ich draufgekommen, dass ich im Klavierunterricht noch nie in meinem Leben ein Stück von einer Frau gespielt habe, also von einer Komponistin. Es war mir als Jugendliche wurscht, aber mittlerweile, auch geprägt durch mein Arbeitsleben, denke ich mir, nein, ich weiß, da gibt es urcoole Komponistinnen, die leibende Sachen schon haben. Damir hat mir dann aber gesagt, dass die Fanny Mendelssohn, also Fanny Hensel und die Clara Schumann so schwere Stücke geschrieben haben, die ich noch nicht spielen kann. Und dann haben wir uns gedacht, hat mir die Augen offen und mir ist dann am nächsten Tag über Twitter durch einen Tipp von einer Leipziger Dirigentin und Pianistin namens Eva Meitner dieses Stück zugeflogen, von einer Komponistin, von der ich noch nie gehört habe, Edwige Chrétien. Das Stück heißt Bébé sind doch, das Kind, also das Baby schläft ein. Zu diesem Wiegenlied und ganz kurz noch zu meinem Zugang zu dem Stück, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum da so viele Dissonanzen in der linken Hand sind, weil wenn man Kinder Wiegenlied singt, dann muss das ja einschlafen und dann kann man das ja nicht immer durch sich schreiende oder streitende Töne stören und dass es in der Mitte lauter wird, weil ich habe mir gedacht, Wiegenlied muss doch leiser werden, das Kind soll schlafen. Und dann bin ich draufgekommen, das Kind schreit. Es schläft nicht gleich ein, es schreit und je lauter es schreit, umso lauter muss man in der Melodie sein. Vielleicht hört es sich ja schon.